Wunderschönen hallo liebe Freunde und herzlich willkommen in einem Flugzeug. Und Alter, ihr habt gar keine Ahnung, was wir gerade durchgemacht haben. Ihr kennt ja wahrscheinlich solche Tage, wo ihr mit dem falschen Fuß aufwacht und wirklich alles schief geht, was so schief gehen kann. Meine bessere Hälfte, die gerade auf dieser Seite sitzt, hat was Krasses zu erzählen, liebe Freunde. Jetzt mal abtupfen muss, weil ich komplett nass geschwitzt bin. Ich glaube, das war der stressigste Weg meines Lebens, dass ich genau hier jetzt sitzen darf. Denn heute hat der Tag eigentlich recht gut begonnen. Wir sind ja gestern aus Afrika wiedergekommen, sind wir morgens aufgestanden. Heute geht's wohin? Vielleicht nochmal ganz kurz anteasen. Heute geht's nach Australien. Aber der Weg bis hierher war krankhaft. Wir hatten auf jeden Fall ein paar Hindernisse. Hindernis numero uno. Der Taxifahrer kam eine halbe Stunde zu spät, weil er unsere Tiefgarage einfach nicht gefunden hat. Dann zweites Hindernis. Dadurch, dass der Taxifahrer zu spät kam, haben wir den Anschlusszug nicht bekommen. Beziehungsweise der fuhr gar nicht. Dann hat der nette Mann neben mir nach einer neuen Verbindung gesucht. Und einfach eine rausgesucht, die doppelt so lange nach Frankfurt fährt. Das heißt, anstatt eine Stunde. Ist ja schon wieder mega vorwurfsvoll. Ja, ist ja so. Wenn man in irgendeiner Stresssituation ist, dann guckt man nicht geradeaus, links, rechts. Oh, cooler Film. Zieh ich mir gleich rein. All day, ohne Witz. Hätte und dann mir auch passieren können. Saßen wir in der Bahn. Der Typ sagt uns, ja, es war eine schlechte Wahl. Wir sind glatt einfach mal mehr als die doppelte Strecke gefahren. 2 Stunden. Was dazu führte, dass wir, Hindernis Nummer 3, erst um 10 Uhr in Frankfurt angekommen sind und um 10.45 Uhr ging unser Flieger. Um 10 Uhr war aber schon Gepäckannahme Schluss. Das heißt, wir hatten aber zum Glück Connections, haben dann bei der Airline angerufen. Die haben dann gesagt, okay, wir geben euch noch 10 Minuten mehr. Das heißt, 10.10 Uhr mussten wir spätestens am Schalter sein. Das heißt, einmal komplett quer durch den Frankfurter Flughafen. Für all die Leute, die in Frankfurt schon mal gestartet sind, wissen ganz genau, wie groß der Flughafen ist. Nass geschwitzt. Wir waren aber 10.08 Uhr da. Also wir haben den ganzen Weg in original 8 Minuten. Bereit für den Marathon. Dann kommen wir an, wollen einchecken. Bei Chain gar nichts los, weil man braucht ja ein Visum für Australien. Die warte die ganze Zeit auf dich. Bei Chain gar nichts los, man braucht ja ein Visum für Australien. Bei mir macht sie da mein Passport durch. Geht nicht, wurde nicht akzeptiert. Herausgekommen ist, ein Zahlendreher war in meiner Passport Number. Da bin ich das nicht geschafft, das australische Visum anständig zu bestellen, zu buchen, zu. Ja. Dann wurde mir auf jeden Fall gesagt, ist vorbei. Sogar wenn ihr jetzt nochmal das Visum beantragt, es ist zu spät. Es waren jetzt die letzten Aufrufe fürs Boarding, kannst du vergessen. Aber dann hat eine ganz nette Dame von Qatar Airways sich so dafür eingesetzt, noch schnell ein Visum für mich organisiert und ist mit mir wirklich zum Gate gestratzt auf ihren Absätzen. Wirklich Respekt und vielen lieben Dank nochmal dafür. Ich hatte wirklich schon Tränen in den Augen, aber ich stand an diesem Schalter und so viel ist ja falsch gelaufen. Ich dachte nur, ich will nach Australien, ich will nach Australien. Ich stand wirklich vor denen und habe das die ganze Zeit vor mich hergemurmelt, so eine Geistesgestörte. Dann ging auf einmal noch dieses Visum durch und dann bin ich losgestratzt. Cheng war schon am Gate und dann haben die Leute mich mit Applaus empfangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat uns 2 Jahre unseres Lebens gekostet, am Stress hierher zu kommen. Aber jetzt kommen wir mal zu den guten Dingen des Lebens. Wir wurden von 3 wundervollen Parteien nach Südaustralien eingeladen. Und zwar einmal von der Tourismusbranche Südaustralien selbst. Dann von Qatar Airways. Die bringen uns nämlich hier in dieser wundervollen Business Class bis dorthin. Und Review, die uns komplett mit der neuen Review-Kollektion ausgestattet haben. Dazu werdet ihr später noch jede Menge sehen. Und schaut mal, es ist einfach, das ist das heftigste oder die heftigste Art und Weise, wie ich jemals im Flugzeug gereist bin. Und du wahrscheinlich auch. Also ich bin sowieso noch nie Business Class geflogen. Ja, wir labern eindeutig zu viel und zu lange. Wir werden schon darauf aufmerksam gemacht, dass wir jetzt losfliegen wollen. Es werden hier Schuhe verteilt. Dann bekommen wir hier Pyjamas. Wir fliegen jetzt 14 Stunden straight in dieser Business Class und die haben uns gesagt, letztes Jahr 2016 hat Qatar Airways als die beste Business Class oder als die beste Airline überhaupt abgeschnitten, mit der besten Business Class weltweit und der besten Business Lounge, die wir auch gleich noch besuchen werden. Wir fliegen jetzt erstmal 7 Stunden nach Doha und werden dort die Business Lounge besuchen dürfen und danach geht es dann 14 Stunden weiter bis nach Australien. So, aber ich glaube, wir werden uns, es uns gut gehen lassen. Alter, das ist ein Traum. Ist ein Traum. Hier ist der Fernseher. Da können wir chillen. Hier sind die Knöpfe zum Bedienen. Wir haben uns hier erstmal als Willkommenspräsent einen kleinen Orangensaft und ein warmes Tuch bekommen. Ah,
mal bitte so ein Täschchen. Hey, ist das deine neue Handtasche? Ich glaube auch. Was ist da drin? Habe ich da gerade Anti-Aging-Creme gesehen? Anti-Aging-Creme, ja, für die 46-Jährigen. Lipbalsam. Ich bin übrigens nicht 46, sondern ich bin 28. Man könnte sich auf jeden Fall an diesen Standard gewöhnen, würde ich sagen. Also ich hoffe, Katha, ihr klärt ein paar weitere Flüge. Der Flieger rollt. Wir entspannen uns jetzt gefühlte 3 Tage und dann sehen wir uns gleich in Doha als Zwischenstopp und dann in Südaustralien wieder. Let's go und gute Nacht. On my back, I feel the sky to come on. Jumping the wire, surrounded in time. I've seen this as mystical, I'm sure that you know. See this as mystical, I'm sure that you know. Wir haben es geschafft und schau mal, das Wetter ist wieder übergeil. Ich bin so glücklich. Wir wurden gerade nochmal an der Border angehalten bei der Immigration, weil wir natürlich ausfüllen, mussten ja so einen Zettel ausfüllen. Ist ja logisch. Jedes Mal, wenn du in irgendein Land fährst, musst du immer so einen Zettel ausfüllen. Es sei denn, es ist innerhalb Europas. Und wir mussten natürlich ankreuzen, dass wir jetzt in den letzten 7 Tagen in Afrika waren, weil wir ja quasi gerade gestern noch vor Ort waren. Dann wollten die wissen, habt ihr euren Impfpass mit, weil die gerne checken würden, inwiefern wir Gelbfieber geimpft sind und Tollwut und was weiß ich nicht alles. Aber ich habe mich so clever, wie ich bin, rausgeredet, weil wir auch Pemba natürlich nichts braucht. Das Schöne ist, Australien haben gar keine Ahnung, wo Pemba liegt. Dementsprechend gut ausgetrickst. Nein, auf Pemba Island braucht man tatsächlich keine Gelbfieberimpfung, nur für Mainland Tansania. Bin echt mal gespannt. Fahren wir doch erstmal ins Hotel und checken mal die Lage, wo wir die nächsten Tage unterkommen. Just say, you be my firefly. Take everything or nothing at all. Just say, you be my firefly. Da sind wir angekommen. Die erste Reaktion. Ich bin gespannt. Oh, einhändig 2 Koffer schieben. Oh, let's do this. Du bist ja ein großer Junge. Hui. Schön Shampoos. Ach nee, das Wasser. Schade. Oh, hallo. Wer ist denn das Hübsches? Ja. Ist ja schick. Freunde, welcome to Adelaide. Oder wie der Busfahrer gerade gesagt hat, Adelaide. Ja, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind in unserem Hotel angekommen. Schönen lieben Dank nochmal an Qatar Airways, dass ihr uns den ganzen Flug haben durchschlafen lassen. Richtig genial. Mit 13 Stunden oder was sind wir geflogen und davon großteils eigentlich durchgeratzt. Dankeschön für diesen Komfort. Und jetzt bin ich gespannt, sind wir gespannt, was die nächsten Tage auf uns zukommt. Es ist Grandioses geplant. Ich will noch gar nichts verraten. Wir werden euch Tag für Tag mitnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den australischen Akzent. Das wird der absolute Oberburner. Du kannst ja immer stay positive mit dem australischen Akzent sagen. Stay positive. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden sicherlich die nächsten Tage das in Erfahrung bringen. Liebe Freunde, as usual, stay positive. Sehen wir uns tomorrow. Goodbye.